jetzt nicht euer Ernst, oder? Was geht ab, Jungs? Leute, das hier ist ein Boxclub und kein Bumsschuppen. Fuck, ich bin schon wieder mit Chico in der Kiste gelandet. Wie dumm bin ich eigentlich? Ich meine, der Typ ist und bleibt ein Idiot. Wie war die Nacht, hä? Hm? Hoffentlich nicht so schlaflos wie bei mir. Wer war denn der Glückliche? Ach, komm schon. Hm? Ich hab euch gehört. War das der Typ vom Online-Dating gestern, oder? Okay. Ich bin todesmüde. Ja, also... Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt schicke ich gar nichts mehr. Ich dachte, ihr hasst euch. Ah, tun wir auch. Ich bin hier. Tun wir auch. Ja, so sehr man einen Menschen hassen kann. Ich hasse sie. Ich auch. Ich hasse dich. Natürlich. Und deshalb auch die ganzen Geräusche letzte Nacht, die ich am liebsten direkt wieder löschen würde aus meinem Kopf. Ja. So, können wir das Thema wechseln? Klar. Easy. Ich bin im Bad. Was ist denn los mit mir? Wieso kann ich diesem Penner nicht einfach widerstehen? Stehe ich vielleicht doch auf ihn? Nee, oder? Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, 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 oh, oh, oh. Wie lange benötigen Sie noch im Bad? Das dauert ja eine halbe Ewigkeit. Was sagen Sie dazu? Ich bin fertig, wenn ich fertig bin, also raus, danke. Das kann nicht sein. In dem einen Moment hassen wir uns und im anderen Moment landen wir in der Kiste. Ja. Das macht übertrieben wenig Sinn, wenn du mich fragst. Chico, ich bin da vollkommen bei dir. Ich check's selbst nicht. Aber wir müssen es einfach verdrängen. Wir dürfen einfach nie wieder drüber reden, dass wir zusammen in der Kiste waren. Und verlass gerne jetzt das Bad. Okay, danke. Was hast du da? Du kannst mir nichts vormachen, verstehst du? Ich bin feinfühlig. Ich sehe deine Energien. Schade. Und ich weiß ganz genau, was du gerade in diesem Moment denkst. Ja, mit diesem Muskelberg, den muss ich einfach besteigen bis zum Limit. Und auch wenn es das Letzte ist, was ich tue. Oder? So in die Richtung vielleicht? Nee, eigentlich in eine ganz andere Richtung. Eher so, was bist du eigentlich für ein Hirni? Mhm. Könntest du raus? Nein. Nein. Okay, Chico, wenn du es unbedingt einmal hören möchtest. Ja. Ich finde dich rein äußerlich, aber auch wirklich nur rein äußerlich, sehr attraktiv und du bist sehr heiß, okay? So. Soll ich dir was jetzt sagen? Jetzt hast du es gehört einmal. Ja, geht mir ähnlich. Geht mir ganz ähnlich. Ich finde, dein Charakter... Alter, ich das. Aber körperlich, oh Baby, du bist heiß. Also was machen wir jetzt? Okay, also wir finden uns gegenseitig anziehend, aber wir hassen uns. Ja. Vielleicht sollten wir uns einfach aus dem Weg gehen. Du hast recht. Du hast vollkommen recht. Oder? Feindschaft plus? Freundschaft plus ist ja, wenn man sich sogar dabei mag. Und halt vögelt, aber wir mögen uns nicht. Wir wollen trotzdem miteinander vögeln, also Feindschaft plus. Ohne Reden. Das ist doch eine gute Idee. Ich meine, wir können uns ja nur nicht leiden, wenn wir miteinander reden. Und beim Sex reden wir nicht, außer dein Dirty Talk. Und das ist ja okay. Und das tut uns sogar gut auf der Arbeit. Also hat es auch noch einen beruflichen Mehrwert. Verdammt, wo ist meine Krone? Das ist eine typische Chico-Idee. Deal? Nein. Deal?
Okay. Tier. Aber das ist eine dumme Idee. Vielleicht, vielleicht glaube ich. Okay. Yes! Yes! Es sind sie, sie sind da. Da ist ein Wasser für dich. Cool. Chicolein? Sie. Gut für dich, habe ich auch ein Wasser. Vielen Dank. Du hast dir das Wasser verdient. Ja, ich habe schon verdammt viel gearbeitet. Ja, muss mal Pause machen. Tatsache. Ja, ja. Geht's euch gut? Habt ihr gut geschlafen? Habt ihr Fieber? Nein, warum? Du? Wieso sollten wir Fieber haben? Das Wasser hättest du in den letzten Wochen vielleicht über den Kopf geschüttelt, aber nicht angeboten. Habt ihr euch versöhnt? Weil jetzt, wo ich drüber nachdenke, seit heute Morgen habt ihr euch nicht einmal gezankt? Das stimmt. Das spricht gegen unsere Normalität. Billy, hör auf damit! Ach, nein. Ich mach Spaß. Ich mach Spaß. Ich... Pass auf, es ändert nichts daran, dass wir uns nicht gerade, also eigentlich hassen wir uns. Ja, wir hassen uns. Sie mich, ich sie. Ja. Aber Fakt ist, wir wollen unseren verdammten Job nicht verlieren, nur weil wir ein verdammtes Problem miteinander haben. Genau. Dementsprechend haben wir Möglichkeiten und Wege gefunden, wie wir miteinander funktionieren und unsere Arbeit dementsprechend behalten. Amigo! Wir hören auf dich, du bist unser Lieblingschef. Das hört sich schön an, dass meine Worte gefruchtet haben. Ich werde das Wasser kurz essen. Wir haben einfach die Vorteile aneinander erkannt und die gilt es jetzt auszumessen. Vorteile? Ich verstehe nur Bahnhof, aber solange alles cool ist, so ist man da. Hallo! Papa, ey! Ich weiß. Bist du ready? Aber jetzt weiß ich ja, ich kann euch vertrauen, anscheinend, weil ihr euch ja lieb habt. Was hast du gemacht? Naja, wir haben es ein bisschen. Ist ein bisschen too much, aber trotzdem die Verantwortung hier gelassen, ne? Wir funktionieren. Das ist schön. Jungs, ja, vorsichtig, passt auf euch. Wir werden Spaß haben. Ciao. Ich muss sagen, es fühlt sich echt gut an, zur Abwechslung von Ben auch mal ein Lob zu bekommen, ne? Oh ja, und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das gebürtig feiern. Nein! Denk doch, ist ja ganz nass. Ich zieh das mal kurz aus. Ih, und meine Hose ist auch komplett nass. Ach, muss ich gleich wohl ausziehen! Jetzt bist du auch nass dementsprechend. Scheiße! Ja. Das hier ist ein Boxclub und kein Bumsschuppen. Wow. Ich dachte, ihr hasst euch. Das sah aber gut aus. Habt ihr das geübt? Wie war Gokart fahren, Digga? Wir sind noch gar nicht da gewesen, weil ich mein Portemonnaie vergessen habe. Ja. Aber das tut jetzt überhaupt nicht zur Sache. Jetzt mal ehrlich, ich dachte, ihr hasst euch. Tun wir. Du erzählst mir aber noch, letzte Woche, dass ihr miteinander geschlafen habt, ich musste dass du sie geküsst hast und dass es ein Fehler gewesen ist. Hättest du noch vielleicht meine Geburtsurkunde zeigen? Ja, jetzt möchte ich wissen, was los ist. Seid ihr zusammen? Ich muss ja mit irgendwem sprechen, ja? Tut mir leid. Nein, sind wir nicht. Denkst du, ich, ja? Denkst du, ich wäre mit dem zusammen? Denkst du, ich oder was? Ich. Keine Sorge, wir sind nicht zusammen. Wie nennt man sowas dann? Naja, das ist heute ganz normal. Freundschaft plus. Feindschaft plus. Naja, fuck all my enemies. Yeah, cool. Das hört sich an wie so ein Titel von einem ganz, ganz schlechten Film. Ja. Und darf ich euch einen Tipp geben? Das wird nach hinten losgehen. Und es wird doppelt und dreifach so schlimm, wie es vorher war. Glaub mir, Ben, das ist das Beste für uns alle, glaube ich. Schön, schön. Wenn das das Beste ist und hier drin ist alles safe und alles cool, dann freue ich mich darüber. Tut mir bitte einen Gefallen, den ganzen Boxclub desinfizieren. Easy. Bye. Viel Spaß jetzt beim Go-Kart fahren. Vergiss dein Portemonnaie nicht. Ja, aha. Kopfkino ist da. Eigentlich waren wir noch gar nicht fertig, ne? Und du? Kann ich dir noch helfen irgendwie? Ja, und zwar müssen wir miteinander reden. Ich habe nachgedacht wegen eben. Pass auf, ja, pass auf. Ein Ben, der ist fünfmal so alt wie wir, der versteht das gar nicht. Das mit der Feindschaft plus, das ist eine weltklasse Idee. Okay, mach dir deswegen keinen Kopf. Chico, ich mach mir deswegen keinen Kopf. Ja, aber wie wär's, wenn wir Feindschaft plus Regeln aufstellen? Regeln. Feindschaft. Fällt dir eine ein? Ja, klar. Kriegst du dich für mich? Mhm. Regel Nummer 1.
Das Ganze ist nicht exklusiv hier zwischen uns, ne? Das weißt du auch. So, diese Aktion, wie du sie gestern gebracht hast, dass du mich irgendwie versuchst, schlecht zu machen vor meinem Date. Geht nicht. Keine Exklusivität. Das war's. Das war's. Ja. Und du? Sonst hast du nichts mehr? Von meiner Seite ist alles cool. Okay, also auf jeden Fall kein Sex im Boxclub. Kein Sex im Boxclub. Okay. Ja. Wenn du meinst. Und dritte Regel, nichts Privates. Ausschließlich Sex, ja? Das heißt, es gibt keine Unternehmungen, es gibt keine Gespräche, es sei denn, die betreffen Job oder Sex. Okay? Wow, ich krieg Gänsehaut. Das ist wirklich schön, was du da sagst. Ja, das ist gut. Und die goldene Regel? Bitte? Egal, wie oft wir miteinander schlafen, ja? Wir werden uns nie ineinander verlieben. Ich mich in dich. Nein, 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 das läuft nicht. Du hast Angst, dass du dich verliebst. Oh, genau. Heilige Scheiße. Nein, bitte, dann gib mir bitte Bescheid, dann bin ich raus. Chico, alles gut. Ich werde mich nie in einen Typen wie dich verlieben. Dann ist ja gut. Es kann ja nur sein, dass du irgendwann irgendwie wieder der Meinung bist, mir deine gute Seele beweisen zu müssen. Nein, 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 der Zug ist schon lange weggefahren. Okay. So, setzt du die Unterschrift bitte? Mhm. Lilly. Und der Chico. Auf die Unterschrift. Ja. Gut, haben wir das geklärt? Hebst du doch auf? Ja. Hoppla. Klingt gut. Na, wird hier gerade jemand innerlich ein bisschen aufgeregt? Hi! Hi. Da sind ja schon Schmetterlinge im Anflug. Ja, genau. Aber Lilly, ich check das einfach nicht mit eurer Feindschaft los. Ihr zieht es wirklich durch, ja? Und du hast keine Angst, dass du dich eventuell nochmal in ihn verliebst und entweder wieder mega verletzt wirst? Nö. Hab ich nicht. Ich aber. Aber du musst dir keine Sorgen machen. Guck mal, ich kann mich gar nicht nochmal in ihn verlieben, weil ich jetzt weiß, was für einen schwachen Charakter er hat. Und deswegen ist die Feindschaft plus genau das Richtige, weißt du? Ja. Also, wir laufen nicht Gefahr, uns zu verletzen. Keiner verliebt sich in den anderen und man hat trotzdem seinen Spaß. Ja, toll. Perfekt. Hallo, schöne Frau. Ja. Lust auf einen Drink? Ich bin Lars. Ich bin nicht interessiert, danke. Ach komm schon, ich habe gerade eine neue Flasche aufgemacht. Der Abend ist doch noch jung. Nein, danke, sorry. Wirklich nicht? Nein, wirklich. So eine schöne Frau alleine. Jenny alleine. Ja, genau. Ich bin nicht alleine. Alles okay? Ja. ¿Cómo te llamas, amigo? Hm? Wie heißt du? Wie ist dein Name? Lars. Lars. Tun Sie mir einen Gefallen? Verpissen Sie sich. Hau ab! Vamos! Spinner, Alter. Ja, alles okay? Ja, danke. Cool. Bei dir? Ja, ja, alles gut. Was war das jetzt gerade? Ich bin ein Idiot. Ich habe soeben gegen die Feindschaft plus Gesetze verstoßen. Stimmt. Ich gehöre gefoltert. Ja. Aber du hast Glück. Ich verzeihe dieses eine Mal. Danke. Wow. Ja. Okay, ich lasse dich wieder in Frieden. Buenas noches. Buenas noches. Zugegeben, das gerade war echt sweet. Vielleicht ist Chico doch nicht nur ein Arsch. Fuck. Was ist los? Ah, scheiße. Vielleicht kann ich kochen, ja. Aber ich bin zu dumm zum Nudeln abputzen. Sehen wir uns nachher bei dir im Apartment? Heute nicht. Nee, geht nicht. Sorry. Hi, grüßt euch. Hi. Hi. Schatz, das sind Studenten von mir. Ach, wie nett.